Moin Leute und hello friends. So, ich mache jetzt doch nochmal ein Installing-Video. Gibt es zwar oft genug auf YouTube, aber ich mache es dann halt in Deutsch mal. Sind ja alle in Englisch. Hier haben wir meine EMDS, die 70 Mac. Die Conrail, die ich ja schon erzählt hatte. Hier in die 70er von Kato. Bauen wir jetzt einen Soundtrack Tsunami Recorder ein, ein TSU KT1000. Leute, ist ganz einfach, easy plug and play. Soundtracks haben den besten Sound meiner Meinung nach. Und als Speaker nehmen wir diesen kleinen Oval Speaker von Rail Master Hobbies. So, Gehäuse abgenommen, hier sieht man das Kartoboard. Hier die Motorkontakte. Die vier Trackwires. Und wie man sehen kann, fit für Kato der Decoder, exakt gleich aufgebaut. Motorkontakte. Hier die Anschlüsse für Trackwire. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nur Kabel abziehen. Alle vier. Ein bisschen beiseite. Die Schrauben raus. Das Kartoboard rausnehmen. So, das Kartoboard ist raus. Hier sieht man unser Trackwire. Motorkontakte hier und halt hier die Halterung, wo die Schrauben reinkommen. Setzen wir das Board hier rauf, natürlich mit dem Motorkontakt nach vorne. Gucken, wo die Schrauben reinkommen, die hier übereinander sind. Festschrauben, jetzt können wir das Board nicht so gut bewegen oder den Decoder. Da kommt ja noch eine zweite Schraube rein und dann schrauben wir das Ding fest. Der Plus-Motorkontakt, könnt ihr sehen, der ist hier schon durch, da braucht man nicht viel machen, machen wir trotzdem noch mal eben. Gut. Und der längere, weil der biegsam ist, ist noch nicht ganz durch. Da machen wir hier unten einfach drunter, zack, und schieben ein Stück hoch. So, und so ist der Decoder drin. Jetzt machen wir hier noch eben die Track Wires, der Anschluss da ist, und zwar Federseite 2. Und die kommen genauso wie beim Kartoboard hier rein. Das machen wir mal eben. So, der Decoder ist drin, wie man sehen kann. Hier unsere vier Trackwires. Muss man nicht, aber ich setze hier immer noch so eine Lötpunkte for better connection sozusagen. Hier unten ist die Buchse für den Lautsprecher. KT1000. Anschlusskabel dabei. Hier verlöten wir die Kabel von unserem Rail Master Speaker. Die Polung ist beim Lautsprecher oder Speaker egal, bei zwei sieht das schon anders aus. Aber wir hauen ja hier einen rein. So, wie man hier jetzt sehen kann, Lautsprecher mit dem Steckerkabel vom Soundtracks Decoder verlötet.
hier unten gesteckt. Ich führe den dann hier unten unter dem Decoder durch. Wichtig ist natürlich, dass das Kabel nicht an der Welle schleift. So, kommen wir jetzt zu einer Sache, und zwar hier habe ich doppelseitiges Klebeband befestigt, weil Lautsprecher, den setze ich hier drauf, genau mittig auf dem Decoder, direkt hinter der LED. Und zwar, es gibt ja viele, habe ich auch bei einigen Modellen gemacht, aber bei dem Lautsprecher hier mache ich das nicht. Die kleben den Lautsprecher hier unten rein. So. Bei dem Railmaster Speaker hier, den setze ich auf den Decoder. Deswegen benutze ich den gerne bei den SC70er oder auch bei den SC90er, denn der Railmaster Speaker ist sehr schmal. Der ist schmaler als der Decoder. Und wenn ich den hier rauf setze, anstatt im Gehäuse, durch die Bauweise, bekomme ich einen glasklaren Sound. Das heißt, der Lautsprecher berührt nicht dieses Plastikgehäuse. Kein Knarren, gar nichts. Deswegen setze ich mittlerweile hier direkt, wo die LED sitzt, den Speaker so rauf. Ich zeige euch das mal eben, damit man sehen kann. Der Lautsprecher ist schmaler als der Decoder. Das heißt, das Gehäuse passt rüber. Und der Lautsprecher berührt das Gehäuse überhaupt nicht. Das finde ich cool. Deswegen mache ich das so. So. Der Lautsprecher sitzt jetzt hier. Kabel unten durchgeführt an der Seite. Isolierband rum, damit das nicht rumwedelt. Wie gesagt, der Lautsprecher ist schmaler. Sitzt jetzt hier drauf. Doppelseitigen Klebeband. Und so Reste vom doppelseitigen Klebeband, weil das so Schaumstoff drin hat, setze ich immer an beiden Seiten ran, falls der Speaker mal verrutscht. Ja, jetzt können wir das Gehäuse draufsetzen. Klebt. Die Kato-Clips sind empfindlich, da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein. Erst hinten ein Stück rein, vorne die eine Seite und dann hier den Clip ein bisschen reindrücken. Nicht mit Gewalt drücken, erst reindrücken, weil die brechen auch sehr schnell. Das Teil machen wir gleich wieder ran. Hier ist er noch nicht drin. Das ist immer ein bisschen Formelei. So, Gehäuse ist drauf. Ich brauchte halt beide Hände und mehr Platz, ich wollte das Stativ nicht umhauen. So, wir haben hier 11 Uhr, trotzdem ist das dunkel und das Mitte Juni. Scheiß Wetter wieder. Hier ist die Lok, jetzt mal ein kurzer Funktionstest, ob alles funktioniert. Adresse ist natürlich wie bei jedem Decoder von der Basis 3. Betätigen wir mal Horn. Und man hört, nichts knarrt. Weil der Lautsprecher selber, der jetzt ja hier sitzt, nicht das Gehäuse berührt. Ein Stück zurück, ob der Motor funktioniert. Vor. Licht.
Hinten funktioniert alles. Gut, dann mache ich jetzt meine Grundeinstellung, wie ich den KT1000 bei den SC70ern einstelle. So, unser Kartonmodell auf Programmiergleis. Jetzt stelle ich hier meine Standardwerte ein für den KT1000, den ich in meinen SC70ern drin habe. Das mache ich mit JMRI, best Programm ever. So, erstmal Programmiermodus setzen. Dann öffnen wir unser Teil hier. Das Throttle Up suchen wir für Soundtracks. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Suchen unseren Decoder raus. Tsunami Diesel. Und den KT1000, der ist ganz unten. So, könnt ihr besser sehen. Und los geht's. Basic, erstmal die Adresse einstellen. Das ist die 4133. Choose for Digi Address 4133. Erinnerung dieser Seite schreiben. Zack. Dann CVs. CV2. Die Anfallspannung stelle ich bei dem Decoder Proforma auf 1. Motor. Laststeuerung lassen wir erstmal, ist bei den Kartonmodellen selten wichtig. Die laufen super. Jetzt stellen wir hier CV3 Acceleration Rate und für die Declaration Rate Proforma die 7 mache ich bei dem Modell. Wie gesagt, Feineinstellung kann man noch machen. Änderung dieser Seite schreiben. So, Sound und Sound Level. Auto Engine Start, Powered on the Track, ich mache mal per Speed Step 1. Auto Radiator mache ich automatisch mit Engine Sound. Horn, Basic ist das Nesson M3. Mir gefällt momentan das K5 LA gut. Die Bell Ring Rate stellen wir noch auf 2. Und einmal auf dieser Seite schreiben. So, jetzt Sound Levels. Master Volume Control stelle ich auf S-mal 210. Airhorn Volume volle Pulle. Yeah! Bellvolumen lassen wir so, Radiator Airfans stellen wir auf 160, ich mag das Summen, wenn die Lok läuft. Na komm schon, zack. Änderung dieser Seite schreiben. Hat er gemacht. So, dann machen wir einen Testlauf. So, programmiert. Basic Programming, Testlauf. Startup wird Speed Serve 1 eingestellt, mache ich immer bei den Soundtracks Decodern. Okay, Power On. Bell. K5 LA.
Ton aus. What a smooth runner like Kato. Okay, habt ihr gesehen, wie es funktioniert? Der KT1000 ist easy plug and play. Thanks for watching. I hope you have fun. I hope it helps. Bis dann.